So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls für Oblivion. Wir sind gerade hier in der geplünderten Mine in der Nähe von Bruma und wir haben an den Drei-Feder-Clan ganz schön aufgemischt. Aber wir müssen hier definitiv noch den Boss oder die Bossin töten, die sich da in den Zelten unten versteckt. Es sind zwei. Ja, okay. Ist wurscht. Sie kommen eh beide. Keine Sorge, ich kann auch so viel beschwören, wie ich will. Mach dir da mal keine Gedanken. Zombie rennt ins Ding, das ist gut. Der ist abgeblockt. Jetzt wäre ich relativ wumpe, ob ich den treffe oder nicht. Oh, Junge. Die letzte Garde. Am Dunkel mit so einem scheiß Goblin, ja, ist auch kacke. Mich wundert so ein bisschen, dass Schaman nicht kommt. Das macht doch Damage. Es macht doch Damage. Okay, und der Schaman hat die Spur verloren. Ja. Hilft uns jetzt nicht außerordentlich viel. Wir können doch mal unsere Sachen nicht reparieren. Müssen kurz warten. Ich hätte eigentlich den Bann, oder? Hat irgendwie ein Ding frei. Gib mir mal wieder meinen Wintergriff. So. Jetzt bist du allein, mein Lieber. Deine Leibwache ist tot. Aber wo treibt er sich rum? Ah, hier. Das war close. Scheiße, ich komme hier nicht raus. Drei Feder Goblin Schamane, ja, das ist der Boss. Er macht leider Flächenschaden mit seinem Blitz. Okay. Hier ist ein das ist ein anderer Schamane. Einer, der nicht zu dem Clan gehört, okay. Uah. Moment. Jetzt, komm, jetzt brauchen wir Druck. Scampi, wir brauchen ein bisschen Druck. So kriegen wir den nicht.
Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich bin jetzt gleich tot. Ja. Damage is real, Freunde. Der Damage is real, so. Jetzt bräuchte ich Scout. Goblin tot im Stab, okay. Scheiße. Oh, warte mal. Jetzt hat er nichts mehr. Ist es dein Ernst? Ah nee, wir haben den schon. Stille für 5 Sekunden. No way, der hat uns nicht getroffen, oder? Damit könnten wir ihn silenzen. Es wäre schon eine Überlegung wert. Hat ihn das geschützt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, es scheint so. Aber 5 Sekunden sind es halt auch nicht viel, ja? Er hielt sich auch. Das ist schon ein biestiger Gegner, der Kollege. Junge. Ich gebe den gerade die volle Bandbreite an möglichen Damage. Nahkampf, Fernkampf, Zauber. Alles, was wir zu bieten haben. Okay. Ich kann halt noch nicht hin. Wie gesagt, 5 Sekunden sind halt nichts. Ich versuche mir jetzt erstmal zu healen. Wenn ich ihn halt irgendwie in den Nahkampf zwingen könnte. Ich müsste ihn irgendwie in den Nahkampf bringen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Es dauert ähnlich lang. Es ist völlig egal, wie ich das mache.
Bruder. Das ist jetzt der falsche Zauber gewesen, ne? Ist das dein Ernst? Stark, Junge. Hast du jetzt for real ihn geheilt? Gegner in dem Spiel, die sich healen können, sind so ätzend. Ich glaube, es gibt auch keine Spezifizierung hinsichtlich... Oh, er könnte brennen. Er könnte zumindest dafür brennen. Scheißdreck, Alter. Verdammte Scheiße, ey. Hallo. Er läuft halt auch literally einfach durchs Feuer, gell? Das ist nicht genug. Mit einem Geist in den Nahkampf locken? Geister sind ja noch langsamer. Der sollte brennen, der Zombie. So. Und ich speichere genau in dem Moment, wo er übers halbe Feld schießt. Das ist nicht fair, Freunde. Die Hits waren gut, die er ihm gegeben hat. Da müsste ich jetzt sein. Ja, wenn wir lucky sind, hängt er gerade da unten fest. In dieser Ecke. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Aber wenn wir lucky sind, hängt er da fest. Okay, scheiß drauf. Natürlich, aber wir brennen, freilich. Fairer werden die Kämpfe hier nicht, das brauchst du nicht meinen. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Energie. Was ist das? Goblin-Totenstab hier damit. Schockschaden, okay. Das ist perfekt. Wie kann der den weg? Wie kann der den so weghitten? Kann der den so weghitten?
Mein Gott, ich hatte ihn fast. Ich weiß nicht, wo er ist. Da. Jetzt komm schon, Scampi. Jetzt musst du halt auch mal drauf gehen. Alter, hat er sich gerade hochgeheilt. Spinnst du? Wo habe ich den denn jetzt? Okay. Leute, der Heal von dem ist so extrem. Ich weiß nicht, wie ich das machen. Warum kann der weiterzaubern? Er hat gerade einen Silencer in die Fresse bekommen. Warum zieht es nicht? Stelle ich keine Fragen. Alter. Ja. Das erklärt einiges, Freunde. Das erklärt einiges. So. Gut. Nicht wundern, ich habe jetzt schon 3 Stunden aufgenommen, Freunde. Ich bin ein bisschen K.O. Ich habe mich jetzt bloß nochmal hingesetzt. Ich brauche noch ein Stündchen. So, hier geht's nicht weiter, gell? Nee. Das ist der Boss. Hier könnte man schlafen. Würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen. Und der Totemstab war wahrscheinlich der Stab der 3 Feder-Goblins. So. Pelzhelm wäre mir lieber. Und ich meine mich zu erinnern, dass das gar nicht ohne ist mit diesem Totem, weil die Goblins versuchen werden, den Totemstab zurückzubekommen. Jetzt ist die Frage, wenn wir den sicher in die Stadt bringen, die werden doch keine Stadt angreifen. Naja, gut, je nachdem, wie heilig ihnen das Teil ist. Je nachdem, wie heilig ihnen das Teil ist. Das kann schon passieren. So, gut. Der Laden ist auf jeden Fall leer. Wir verpissen uns. Die Mine ist durch. Wie machen wir weiter, Freunde? Gehen wir erstmal heim. Wir könnten auch das Haus zu Ende kaufen.
Das zähle ich nicht als Quest. Das machen wir ja so nebenbei. Und wir verdienen ja mittlerweile so viel Kohle, dass es völlig Wurst ist. So. Wichtig ist erstmal, dass wir den Laden verlassen. Wir haben den schon... Also, kann schon sein, dass sie einen Angriff durchführen, aber wir haben denen schon gut Schaden zugefügt. Und natürlich ihnen auch ihre finanziellen Mittel geraubt. Vollkommen logisch. So, wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Ah, hier. Ah, ja. Da muss ich demnächst mir ein neues Dungeon aussuchen, was wir machen könnten. So. Schwupps, schwupps. Wird wahrscheinlich auch wieder hier in der Nähe sein. Es sind halt leider... Also der Norden ist generell nicht so gut aufgestellt, was Dungeons angeht. Mei, wir könnten zum Wolkenherrscher Tempel hochgehen. Im Prinzip drücke ich mich ja nur davor. Aber irgendwann wird's halt passieren. Wie viel Uhr ist es denn? 4 Uhr. 4 Uhr morgens. Ist aber eigentlich relativ hell. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir mal schlafen sollten. So. Der Goblin Totemstab. Ja, irgendwann müssen wir den aufladen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mich eigentlich bloß in unsere Alltagskleidung werfen. Okay, ein Haufen Tränke. Wir die? So. Ah, die anderen Silbernuggets. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil das waren mir da jetzt. Das waren doch ein paar sehr weniger. Wir haben ja vorher schon welche hergebracht, genau. Die können wir verkaufen. Die würde ich gerne reparieren. Dann würde ich gerne aussortieren. Ah ja, warte. Zack, zack. Okay. Schön. Ja, dann schlaf doch jetzt mal eine Runde. Geschmeidige 4 Stunden, mein Freund. Wer weiß, wann du wieder so lange schlafen kannst. So. Ich brauche Reparaturhämmer. Ich will einen neuen Zauber. Ich will es mir gut gehen lassen. Reparaturhämmer, Zauber, letzte Erweiterung für unser Eigenheim. So sieht's aus, Freunde. Erstmal shoppen. Ich hoffe, ich kann behilfen. Mit Sicherheit. Sicherlich. Aber Moment. Auch hier. Ich hoffe, kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Sicherheit, mein Freund. Gib mir gleich 15. Und noch. Lebt wohl. So. Nummer 1. Gut, das ging besser als gedacht. Die werden noch nicht wach sein. Die sind ja immer... Das sind ja Spätaufsteher. Unsere Mages. Wir wollen sie jetzt auch nicht hetzen, ne?
Dann schauen wir mal, was wir überschüssig haben. Die haben nur... Oh, ein Feineisendolch. Die haben rostige Waffen, ja. Ja. 7 Stahlbögen. Oh. Stimmt. Ja, doch, ein paar feine Sachen hatten sie schon dabei, gell? Rüstungen, keine. Gut. Den Bums würde ich dann glatt mal verkaufen. Den verkaufe ich bei unserem Händler des Vertrauens. So, dann den nehme ich kurz mit. Beten, einfach zur Sicherheit. Hallo. Und... Schaffen wir es alles noch, oder? In der Folge heute. Sag mal, du bist auch nicht der, wo man die... Schönen Tag! Nee. Lebt wohl! Ich werd dem, der mir den Halssau beigebracht hat... Vielleicht haben wir es auch gar nicht hier geholt. Ich bin mir eigentlich sicher. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir es hier geholt haben. Willkommen. Einen wunderschönen... Ebenfalls. Oh, warte. Lebt wohl. War mir ein Vergnügen. Bei dem, ist es ja bei dem ist es ja sowieso wurscht. Das ist ja das Geile. So. Das ist mir. Mein Freund. Make me rich again. Ihr Zack. Seid. Zack. Und ein Startschild. Und ich habe sogar noch ein paar Tränke für dich, Shaya. Und jetzt will ich das Haus oberer Lagerbereich. Dankeschön. Ja. Ich habe für mein Haus in Bruma alles gekauft, das Nilaven im Angebot hatte. Sehr schön. Das Haus von Bruma ist durch. Das heißt, ab jetzt können wir uns Bravil widmen. Abgesehen natürlich davon, die Dinge für den Umzug rüberzubringen. Uhrzeit? Schauen wir uns unser Haus noch an. So. Oh, das sieht gut aus. Vorliegendes berechtigt den Träger zu einem Lagebereich im oberen Geschoss, der umgehend an euer Heim in Bruma geliefert wird. Der besagte Bereich umfasst 2 Truhen, Einsatzregale, einen kleinen Tisch, ein Kandelaber, verschiedene Thronwaren. Kauft bei Nova Roma, wenn wir es nicht führen, ist es dir kauft nicht wert. Zu Rotan, Nova Roma von Bruma. 2 Truhen, Einsatzregale, ein kleinen Tisch. Dann können wir gleich mal weghauen. 2 Truhen. Einsatzregale. Einen kleinen Tisch. Ah! Shinton, schön. Ja, schön, Freunde. Ja, doch. Doch, das ist schon eine nette Bude. Ah, das ist dieser Kandidat. Ich finde es ein uriges Heim. Ich weiß nicht, wie geil ich damit wäre, unter der Erde zu schlafen, um ehrlich zu sein. Ich bin ein großer Fan des Zwergenvolkes, aber das weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das handeln könnte. Puh. Aber ansonsten ist halt ein schönes warmes Häuschen hier. Ich bin so. In dieser wunderbaren Gegend. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet. So, ich habe was für euch, mein Freund. Es war ja nett, dass ihr die mitgeliefert habt. Das ist ein gutes Angebot. Wir brauchen die Sachen einfach nicht. Hier der braune Krug. Feder. Schenke ich euch. Es war mir ein... So, macht's gut. Lebt wohl. Dann können wir uns um Bravil kümmern. Wir müssen Bravil ja auch ausrauben, etc. Also da steht einiges an. Gut, einen Zauber für den Odin, für den reichen Odin, der mittlerweile Geld kackt. Oh ja. Hi. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Mit Sicherheit. Für euch? Wir verstehen uns selbstverständlich. So.
Lebt dann wohl. Passt mal auf. War mir ein... Kann ich euch... Ja, come on. Wenn's uns... Wenn's uns das Leben erleichtert. Ich wollte nicht so früh so starke Zauber holen, aber wenn's uns das Leben jetzt doch erleichtert, Dremora Fürst 109, der ist natürlich nochmal eine ganze Ecke stärker. Wir werden die anderen Zauber trotzdem uns holen. Definitiv. Das ist, denke ich, klar. Und wir werden den vermutlich auch nicht so häufig nutzen können, den Kollegen. So. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute, Leute. An euch liegt es natürlich, unserem Dremora-Fürst einen coolen Namen zu geben. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, euer Odin-Let's Play. Ciao, ciao.